Moin zusammen, willkommen in der Booster Base. Heute habe ich wieder was ganz Tolles für uns mitgebracht und zwar die strahlende Evoli Premium Kollektion aus dem Pokémon Go Set. Es ist eine Premium Kollektion, da sie nicht nur eine Promokarte und einen Pin enthält, sondern auch, wie man hier unten sieht, wieder eine Spielunterlage. Dann wie gesagt der Pin und die Promokarte sowie 8 Booster Packs von der Erweiterung Pokémon Go. Ja, die Box ist jetzt in Deutsch erschienen, die sind überall vorrätig, man braucht da keine Angst haben, keine zu bekommen. Ich habe die, glaube ich, bei Smithtoys gekriegt für 59,99. Das finde ich ist ein cooler Preis dafür, dass man 8 Booster kriegt, eine schöne Promo und Pin und halt die Spielunterlage. Im Vergleich zur Top-Trainer-Box kriegen wir halt 2 Booster weniger und halt nicht diese Mewtwo-Karte. Aber die Spielunterlage ist ganz hübsch. Die gucken wir uns auch gleich mal an. Ich habe die Box mir 2-mal geholt. Einmal zum Aufmachen und einmal vielleicht zum später aufmachen oder erst mal wegpacken oder zum Sammeln. Also ich habe mir jetzt tatsächlich von dem Go-Set schon ein bisschen was besorgen können. Unter anderem auch die Kollektionen der einzelnen Gruppierungen. Blau, Rot und Gelb. Ja, aber die werden wir uns im späteren Video mal anschauen. Vorab möchte ich einmal sagen, wir nähern uns der fantastischen 300 Abonnenten. Dafür erstmal vielen, vielen lieben Dank. Ich blende gleich mal ein Bild ein, wo ihr seht, wo wir aktuell stehen. Ich finde das wahnsinnig cool. Ich freue mich da sehr drüber, dass das langsam und stetig steigt und ihr Freude an den Videos habt. Für mich ist das ja so nebenbei Hobby. Ich mache das halt Freude aus, ne? Weil es mir Spaß macht, die Sachen aufzumachen. Und dann dachte ich, da kann man das ja auch filmen und andere Leute damit Freude bereiten, die zuschauen können. Und ja, sich schon mal so vorab so ein bisschen spoilern können, was ist denn in welchem Set drin oder was haben denn andere in ihre Boxen drin. Ja, finde ich ganz cool, dass wir langsam eine schöne, kleine, gemütliche Community werden, in der man sich mal ein bisschen austauschen kann. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt oder besondere Karten sucht oder so, schaut bei mir im Card Market Shop rein, schreibt mich an, zögert nicht. Mehr als Antworten tue ich nicht. Ja, schauen wir mal rein in die schöne Box. Mal gucken, wie leicht oder schwer sie aufgehen wird. Da ja doch gut nachgebessert wurde. Was ich super gut finde. Dass sie nicht mehr von alleine aufspringen, die Boxen. Ich habe immer Angst bei manchen Sachen, da ich ja manchen Menschen einfach nicht traue. Bei den Boxen, dass da manche repackt sind. Aber ja, schauen wir mal. So, hier guckt uns auch schon gleich die Spielmatte an. Die schauen wir uns gleich mal an. Vielleicht werden wir sie schon im nächsten Video hier liegen haben. Das überlege ich mir. Da müsste das Evoli drauf sein. Man sieht das sehr schön. Das ist eine sehr schöne Spielmatte. Sehr hübsch. Gefällt mir sehr gut. Finde ich gut, dass sie das machen. Ich mag das sehr. Ich fand das ja auch bei den Turtok und Visaflor V-Max Collection cool, dass es mal Hüllen gab und nicht immer nur Münzen oder nur Pins. Von mir aus können die gerne so eine Matten da reinpacken. Ich fand das ja beim Celebration auch total toll. Die Matte seht ihr noch hier drunter. Zum Jubiläum gab es die. Das haben wir so ein bisschen schmutzig gemacht vom Karton. Sehr, sehr stark. Sehr, sehr cool. Da ich dieses Spiel halt auch spiele gegen Freunde. Ja, nimmt man das natürlich auch gerne als Unterlage. Damit die Karten trotz Sleeve auch bequem liegen. Ja, ich habe meiner Meinung nach das schönste Evoli rausgesucht vom Centering. Ich finde, das sieht sehr, sehr gut aus. Tatsächlich geht das auch mittlerweile mit dem Centering. Ich habe mir die Boxen alle angeschaut. Auch von dem die Teamboxen geht das mittlerweile auch vom Centering. Aber man guckt halt immer, dass man das Schönste kriegt. Weil im Ordner sieht es einfach schöner aus. Ich weiß nicht, ob ich die Karte graden werde. Vielleicht schicke ich sie zu GSG. Man sieht halt oben unten ist nicht ganz hundertprozentig. Aber der Holo-Effekt ist einfach super schön von der Karte. Finde ich sehr gut gemacht. Die wollen wir natürlich auch gleich eine Sleeve verpassen. Damit sie hier nicht ungeschützt rumsteht. Beziehungsweise ungeschützt in dem Binder. Das wollen wir natürlich nicht. Hier unten sieht man auch gerade, habe ich gesehen, sieht man hier unten am Rand noch so ein bisschen das Grün, Rot, Blau, Gelb, Orange durch, Schimmern. Das finde ich sehr gut gemacht. So, hier hat dann schon, ich weiß nicht, ob ihr den schon gesehen habt. Hier ist der Online-Code für euch. Ich hoffe, ihr zieht was Cooles oder kriegt wahrscheinlich die Promokarte mit dazu. Dann haben wir jetzt hier den Pin noch dabei. Ich weiß gar nicht, was macht ihr mit dem Pin? Macht ihr euch den dann, wenn ihr Go spielt, geht an die Tasche oder... Also das finde ich ja bei den Team-Pins sehr, sehr cool, dass halt die Teams als Pin hast. Generell gibt es ja immer viele Pins. Was macht ihr damit? Schreibt das doch mal in die Kommentare, lasst mich das mal wissen. Ich suche noch ein paar Anregungen. Ich habe auch noch unzählige Pins rumliegen. Ich lager die meistens dann in leeren Tin-Dosen und ja,
Vielleicht nehme ich sie mal mit auf den Flohmarkt oder verschenke sie. Muss man mal gucken. Vielleicht packe ich hier mal ein paar Bestellungen mit rein. Hier sieht man, 8 Booster haben wir dabei. Finde ich sehr cool. Freue ich mich. Und meine Wunschkarte, das Bisaflor, haben wir tatsächlich schon gezogen. Ein Turtok würde ich auch nicht ablehnen. Luak natürlich auch gerne genommen, ist aber nicht Wunsch. Das Dragoran finde ich sehr schön. Auch als V-Star-Karte. Sehr hübsch. Ja. So, genug geschnackt. Gucken wir doch mal rein in die Booster, was wir Schönes ziehen können. Ditto fehlt uns auch noch für das Set. Bin ich gespannt, ob wir jetzt mal eins dabei haben können. Ich habe gesehen, irgendwie einer hatte in seiner Box nur Dittos. Also jede Reverse war eine Ditto in der Top-Trainer-Box, in der englischen. Das würde ich mal sagen, war hundertprozentig eine Error-Box. Das ist dann natürlich auch ein bisschen blöd. So, aber wir gucken mal, was wir hier Schönes ziehen können. Fasanob, Sonnenfell, das schöne Evoli haben wir gerade schon mal gesehen. Das Pikachu ist mit dabei. Das Shiggy. Hebark. Und jetzt kommen wir schon zum Reverse-Slot, glaube ich. Nee, noch nicht. Die Reißlaus. Reverse haben wir einen Pupita normal. Und ich sehe schon was hinter Schimmern. Wir haben einen Melmetal V-Max. Das startet doch schon mal sehr stark rein. Haben wir gezogen als Rainbow aus der Top-Trainer-Box. Auch sehr schöne Karte. War ich echt noch überrascht, dass so ein Booster nochmal eine Rainbow kam. Auch sehr cool aus. Finde ich sehr vom Artwork sehr stark. Haben wir noch nicht, glaube ich. Ich schaue mal kurz. Ich habe sie noch nicht eingesortiert. Nein, haben wir noch nicht. Wir hatten die als Rainbow gezogen. Genau, das ist korrekt. Jetzt das normale V-Max. Sehr schön. Dann gucken wir schon mal ins zweite Pack. Ich finde das Artwork auch sehr schön gemacht von dem Booster. Ich habe das ja irgendwie, kannte man das ja immer, also wenn Kollegen im Urlaub waren oder ich das selber im Urlaub waren, gesehen habe, dass in Spanien die Booster am Kiosk, gab es auch hier Tinboxen, Pokémon Go. Und als ich das gesehen habe, dass wir das Set kriegen, dachte ich mir, ach, hat sich durchgesetzt. Oder war der vielleicht doch der Ideengeber dafür? Fand ich sehr witzig, dass es das als Set dann gibt. Sonst kennt man das halt immer von den gefälschten Boxen oder Booster. Wir haben wieder eine Metallenergie. Pokestop, Lockmodul, Amdifel, Fleckmon, wie es lässig angelt am Teich oder am Fluss. Lavita mit der Himibär, auch sehr schön. Griffel, ein Aloha Radfratz, Alola und das Sonnenfell in Reverse. Und wir haben ein Pikachu, sehr süß mit der Mütze. Sehr stark, finde ich auch sehr, sehr hübsch. Auch wenn es halt immer eine Holo ist in jedem Booster, aber Pikachu ist halt, glaube ich, Fan-Favorite Nummer 1 neben Glurak und Evoli. Würde ich sagen, Pikachu dominiert das schon stark. Finde ich sehr hübsch. Deshalb kriegt es auch gleich ein Sleeve. Booster Nummer 3. So, schauen wir einmal der Online-Code für euch. Da ist der Fokus. So, diesmal starten wir mit einer Kampfenergie. Stalos. Michelok. Lamus. Glumanda. Auch sehr schön. Da freue ich mich auch schon auf die Kanto-Starter-Boxen. Dann Glumanda, Shigi und dieser Sam, dieses Pokémon Co-Geschenk halten. Finde ich immer sehr niedlich. Sehr schön gemacht. Und wir haben das Glumanda in Reverse. Sehr schön. Und ich glaube, wir haben schon wieder einen Hit. Das Dragoran V. Sehr schön. Ich finde, das ist ein Ultra-Hammer-Artwork. Sehr, sehr cool. Doch sehr mächtig aus. Gefällt mir. Freue ich mich. Genau die Karte, habe ich ja gesagt. Ne, fehlt uns noch Dragoran. Sehr schön. Nehmen wir mit. Das war bis jetzt schon eine super coole Ausbeute. Aus 3 Boostern. Eine V-Max und ein Pikachu. Und wir haben noch ein paar vor uns. Schauen wir mal im Booster Nummer 4. Na, dann lacht man schon das dieser Samen an. Der Online-Code für euch. Jetzt war der Fokus ein bisschen schneller. Schauen wir mal, was hier noch so Schönes gibt. Wir haben eine Feuerenergie. Sonnenfell. Das Lockmodul. Blutexo. Glaube ich auch. Haben wir, glaube ich, noch gar nicht gezogen.
tatsächlich. Müsste ich mal im Beiner nachschauen, der schon drin ist. Die Cummins und Uncummins hatte ich schon einsortiert, bloß halt die iBoot-Maschine, die Holos noch nicht. Und ein Turtok, auch schön, haben wir auch, glaube ich, noch nicht. Und das Glurak haben wir schon. Das normale Bisaflor und Turtok hatten wir noch nicht. Sehr hübsch, nehmen wir mit. Freue ich mich. Freue mich über jede Holokarte. Ja, letztens, wo ich die Box hier gekauft habe bei Smith Toys, ich habe natürlich das Abonnenten-Special im Hinterkopf natürlich auch ein bisschen, habe ich tatsächlich das bei Instagram, da habe ich mich mal angemeldet, dachte mir, vielleicht kann man ja auch da ein paar Leute mal informieren, tatsächlich eine Celebration Tube Trainer Box gekriegt, zum normalen, regulären Preis. Die haben jetzt auch noch die Dragapult Collection, also die sagen auch, ich habe gesagt, was ist das nochmal, ein neuer Printrun oder nee, das war vorher einfach eine verspätete Lieferung. Ich habe sie tatsächlich hier schon stehen. Die werden wir auf jeden Fall aufmachen zum Abo-Special. Neben ein paar weitere Sachen. Da freue ich mich auch schon drauf. Ich mag dieses Set. Manche hassen dieses Set. Ich finde es einfach schön. Ne? Spark, da ist der Fokus. Ich finde es total schön. Mir gefällt das Set sehr, sehr gut. Ich mache das gerne auf. Ja, und dann schauen wir. Vielleicht ziehen wir da auch was Cooles. So, ich sehe schon wieder was glitzern am oberen Rand. Wir haben das Griffel. Meltan und das Lockmodul in Reverse sieht auch sehr schön aus. Und wir haben Later King V Full Art. Sehr gut. Das ist sehr, sehr hübsch. Da schaut er, hält er Ausschau oder kratzt er sich am Kopf? Man weiß es nicht. Der kleine Faulpelz. Sehr, sehr cool. Centering natürlich nicht so cool. Für den Binder vollkommen in Ordnung. Da muss man nicht jede Karte aufs kleinste graden oder graden lassen. Ich habe ja auch viele Karten graden lassen, weil ich sie einfach schön finde oder weil es halt noch Karten aus meiner Kindheit sind, wo ich weiß, die werden nicht mal eine 8 kriegen, aber ich hätte sie gerne graded, weil ich es einfach schön finde im Case zu haben, aber bei manchen geht das halt, da möchte man schon schönes Centering haben. Das sieht halt auch einfach gut aus. So, jetzt rutschen sie mir hier weg auf der rutschigen Matte, das ist ja nicht so toll. Stehen bleiben, Jungs, ihr seid noch nicht fertig, denn wir haben noch 3 Päckchen. Das ist schon eine krasse Ausbeute, würde ich mal sagen. V, V-Max, V, Full Art. Da können wir schon sehr zufrieden sein. So, wir haben nochmal einen Online-Call für euch. Ich bin gespannt, was wir noch schönes ziehen können. Ich glaube, wir haben die Box schon sehr gefordert mit unserem Puls. Aber ich hätte tatsächlich echt sehr gerne ein Ditto. Ist auch ein sehr schönes Artwork. Gefällt mir sehr gut. Ein Ditto wäre tatsächlich mit das Größte. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Wir machen mal langsam ein Chanera in Reverse und die Rare. Despota auch sehr, sehr cooles Artwork. Finde ich auch sehr, sehr cool. Freue ich mich, dass sie den mit reingenommen haben. Ist ja im Pokémon Go auch ein mächtiger Kumpel, den man haben kann für Arena-Kämpfe. Ich weiß gar nicht, ob das noch aktuell so ist. Ich habe schon lange nicht mehr reingeguckt in das Spiel, bin aber bis Level 40 gekommen, dann kam die Erweiterung bis Level 50 und da hatte ich dann aufgehört und da war Despota immer der coolste Bodenangreifer, hat mir immer sehr viel Spaß gemacht oder Gestein. Ja, wird mal Zeit, dass man wieder reingucke, oder? Wenn das Set jetzt draußen ist, werde ich mir den Team-Pin an meinen Rucksack packen und dann geht's los. So, vorletzte Pack. Hier ist der Online-Code für euch. Schauen wir mal, die beiden letzten Booster noch mal was raushauen. Wieder schön Lamos, den Lunastein, dieser Knopf ist auch sehr, sehr schön. Das ist ein Pokestop. Hinten sieht aus wie mit einem Lockmodul dran, die ganzen Blätterchen fallen. Eberack, Alola, Radfratz, Bediza, Griffel, Glumanda, ein Carpador in Reverse. Und ein Turtok, noch ein Turtok. Nehmen wir gerne. Ein Sleeve. Dann kannst du dich zu deinem Kumpel gesellen. Huch. So. Na. Spielmatten sind zu rutschig. Letzte Pack. Last Pack Magic. Können wir was Strahlendes ziehen? Was Goldenes? Wir werden sehen. Lassen wir uns überraschen.
Hier ist der letzte Online-Code für euch. Wir haben wieder einen V-Star-Marker. Ich schmeiß ihn mal runter. Damit ich mir jetzt den Kartentrick nicht vermache. Der V-Star-Marker. Letzte Pack. Visagnosp. Pokestop. Fasanop. Alola Radikal. Navitaub. Lavita. Natu. Ambidiffel. So, jetzt müsste der Reverse-Slot kommen. Wir haben nochmal das Lock-Modul. Und die letzte Karte ist heute ein Melmetal in Holo. Auch schön. Haben wir auch noch nicht gezogen, tatsächlich. Sehr, sehr cool. Freue ich mich. War eine sehr schöne Box. War alles dabei. Eine Wii Full Art, eine strahlende, das war das Evoli aus der Box und eine Wii Max Karte. Sehr, sehr schön, da freue ich mich, das hat Spaß gemacht. War wieder ein sehr schönes Set zum Aufmachen. Ich bedanke mich beim Zuschauen, wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare rein, lasst ein Abo und ein Like da. Ich bedanke mich, eure Booster Base. Ciao!